Adolf. Ah, ich bin so wie ich bin. Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab dann nun Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Dennoch waren sie der Meinung, ich wäre nur ein Assi, der gerne mal die Fassung verliert. Die anderen fragen nicht, passt er zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht. Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und dann Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir: Adolf. Attention à Adolf Hitler. Ouais. Attention à lui, il exterminait les Juifs. Il exterminait les Juifs dans les camps de concentration et dans les douches chaudes. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Quand il exterminait les Juifs. Il les foutait dans les chambres à gaz. Attention à lui. Du bist so wie du bist, die Liebe, sie liegt wohl in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen, schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Und bleiben sie stur, lass dir nicht sagen, denn deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur, ich komme aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, als sie von uns beiden erfuhren. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleibe, drum lässt du mich guten Gewissens alleine auf Tour. Ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr: Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Il exterminait les Juifs. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Il exterminait les Juifs dans les centres de concentration et dans les chambres à gaz. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant, il exterminait les Juifs dans la chambre à gaz et dans les fours. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Il exterminait les Juifs dans la chambre à gaz. Attention à Adolf Hitler. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Il exterminait les Juifs dans les chambres à gaz et dans les fours. Il les brûlait vifs. Attention à Adolf Hitler. Il était très méchant. Il était très méchant. Il exterminait les Juifs. Dans les chambres à gaz et dans les fours. Attention à Adolf Hitler.